Seit dem letzten Spiel des FC Tögging im Bayerl- und Demmelhuber-Stadion am Wasserschloss in Tögging ist viel passiert in der Landesliga Südost. Nicht nur der FC Tögging litt unter Spielern in Quarantäne und unter Langzeitverletzten. Das Auswärtsspiel gegen SB Chiemgau Traunstein wollten die Tögginger Verantwortlichen verlegen und ernteten dort nur Unverständnis und in den sogenannten sozialen Medien sogar Häme. Zum Nachholspiel gegen Holzkirchen traten Mario Reichenbergers Mannen gar nicht an. Nicht besonders aufbauend war an diesem Samstagmittag die Nachricht, dass der Bayerische Fußballverband dieses Spiel am grünen Tisch mit 2:0 für Holzkirchen gewertet hat. Vielleicht aber motivierte das die verbliebenen Tögginger Spieler sogar. Das letzte Heimspiel des Jahres gegen den FC Sportfreunde Schweig leitete Manuel Donev. 220 Zuschauer wollten sehen, wie sich die Tabellenletzten als Gastgeber gegen die Aufsteiger und jetzt Tabellenvierten aus Schweig schlagen würden. Vergleichsweise milde 8 Grad, aber ein tiefes Spielfeld erwarteten die beiden Mannschaften im Stadion. Die Platzwahl gewannen die ganz in schwarz gekleideten Gastgeber. Die weiß-grün gewandeten Gäste begannen von rechts nach links. Nach anfänglichem Abtasten griff Töggings Schlussmann Manuel Glasl erstmals sicherheitshalber ins Geschehen ein. Er würde auch weiter aktiv mitspielen. Minutenlang hatte keine der Mannschaft eine Idee. Das störte den Tögginger Fanclub nicht, der unermüdlich die Fahnen schwang. Erst in der 12. Minute kann sich Simon Hefter durchsetzen, scheitert aber doch an Hans Empel. Seinen zweiten Versuch klärt Daniel Stich im 5-Meter-Raum. Da wäre mehr drin gewesen. Schweig mit langem Ball in die Spitze, Glasl zur Stelle. Ja. Ein paar Mal kommen die Gäste in die Nähe des Tögginger Tores. Die Abwehr kann den Angriffen standhalten. Die Eckbälle können die Gäste nicht in Zählbares umsetzen. Es ist ein munteres Hin und Her. Erst holt Daniel Stich Armin Mesic von den Beinen, dann Daniel Ziegler Max Hellinger und Christoph Buchner Raphael Ascher. Der bekommt den Freistoß und Buchner eine Ermahnung des Unparteiischen. Michael Kurze, das Freistoß geht Richtung Vereinsheim. Nach Abstoß schickt Christopher Scott Simon Hefter. Der erläuft den Ball aber nicht. Dann die Gäste über rechts. An Markus Strassers Flanke kommt aber niemand dran. Aus dem Gebühl heraus erhält Hefter den Ball. Gästeschlussmann Franz Hornhoff ist schneller. Wieder die Gäste. Schweig kann sich gegen 6 Tögginger behaupten. Erst Glasl rettet zur Ecke. Die ändert aber nichts am Spielstand. Schweig bringt den Ball nicht aus der Gefahrenzone. So kann Kapitän Hannes Ganghofer über Stefan Denk Christopher Scott vorlegen. Der jagt das Leder aber in die Bäume. Gleich drauf wieder Hefter. Seine Flanke ein müdes Sommerlüftchen. Freistoß Schweig. Markus Strasser springt höher als 3 Tögginger, die auch den zweiten Ball nicht wegbringen. Da haut Michael Kurze einfach mal drauf. Glasl hat aber aufgepasst. Die Ecke, Sie wissen schon. Pünktlich schickt Schiedsrichter Manuel Donev die Mannschaften zum Aufwärmen. Beide Mannschaften kommen unverändert zurück aufs Spielfeld. Schweig jetzt von links nach rechts. Weiter geht's. Alles für unseren FCT. Symptomatisch für dieses Spiel diese Szene. Daniel Stich jagt die Kugel vor dem heranstürmenden Armin Mesic lieber ins Nirvana. Das Spiel konzentriert sich über beide Strecken auf die Hälfte der Gäste. Tögging kann diese Feldüberlegenheit aber nicht verwerten. Manuel Glasl kann so schon weit vor der Strafraumgrenze eingreifen. Dann Strasser über rechts, Töggings Abwehr steht. Dann schickt Tögging Armin Mesic, der alleine auf Franz Hornhoff zuläuft. Auch Hefter scheitert an Hornhoff. Das hätte die Führung sein müssen. Daran ändert auch Ganghofers Weitschuss und Schweighofers Verlängerung nichts mehr. Nach dieser Aktion protestieren die Fans der Gäste lautstark. Donev lässt weiterspielen. Wieder Tögging im Vorwärtsgang. Stefan Denk muss dem rutschigen Boden Tribut zollen. Sein Schuss geht drüber. Tögging kämpft, will die 10. Niederlage in Folge auf dem Platz unbedingt verhindern. Hefter bekommt den Ball, aber nicht hinter die Linie. Immer wieder sorgt Glasl dafür, dass die Null stehen bleibt. Tögging über rechts. Denk auf Scott, der es von der Strafraumgrenze probiert. Bedrängt, aber verzieht. Dann schickt Tobias Jell Markus Strasser, der durch alle Tögginger Beine hindurch den eingewechselten Fadi Kuria bedient. Der nimmt den Ball Wolle und jagt ihn am Aluminium vorbei neben das Tor. Schweig probiert's gleich nochmal.
Höfter versucht, die Flanke zu entschärfen, legt aber Strasser vor. Der zurück auf den eingewechselten Veitbauer, der am Aluminium scheitert. Wieder die Gäste. Höfter kann Markus Strassers Flanke nicht unterbinden. Die fällt Raphael Ascher vor den Fuß, der nur noch einzuschieben braucht. 0:1 in der 87. Minute. Spieler und Fans feiern den Treffer, als hätten sie die Liga gewonnen. Tobias Jell probiert's gleich nochmal. Diesmal ist Glasl Vorbauer am Ball. Eine Reihe Spielerwechsel sorgen dann für die Unterbrechung des Spielflusses beider Mannschaften. 3 Minuten lässt Schiedsrichter Manuel Donev nachspielen. Unschön dann die Schmähgesänge der Gästefans, deren Schlussmann gerade zum x-ten Mal einen Tüginger Treffer verhindern musste. Das war's. Der FC Tücking verliert unglücklich eine Partie, die sie über weite Strecken dominiert hatten. Das nötige Quäntchen Glück hatten die Gäste auch erst sehr spät. Gästetrainer Benjamin Held und Tückings Trainer Mario Reichenberger sahen das Spiel so. Ich würde jetzt sagen, dadurch, dass wir vorne stehen, nicht purer Abstiegskampf, aber ich glaube, der Platz hat auch nicht recht viel oder ein recht viel besseres Fußballspiel zugelassen. Ich glaube, dass das viele Zweikämpfe, Kampf betont. Eigentlich ein typisches 0-0-Spiel. Ja. Tücking hat in der zweiten Halbzeit eine Riesenchance gehabt. Wenn sie das machen, dann weiß ich nicht, ob wir da heute nochmal zurückkommen. Und ich glaube, aufgrund der letzten 10 Minuten, wo wir zweimal Alu auch getroffen haben, nicht ganz unverdient der Sieg. Natürlich glücklich, weil es mal wieder Spiel war oder ein Sieg war, der relativ am Ende erst passiert ist. Aber das hört sich jetzt natürlich auch ein bisschen blöd an. Wenn du natürlich oben stehst, dann hast du das Glück auch. Wir haben diese Saison schon Spiele oder viele Spiele zum Ende hin entschieden. Das zeichnet uns aber momentan auch aus. Ja. Okay, vielen Dank fürs Erste. Jetzt wollen wir natürlich Mario hören. Mario, dieses Spiel wieder in der 87. Minute, 1:0. Das ist ja zum Mäusemelken. Ja, okay. Ich glaube, der Kollege hat es ja schon gesagt. Entscheidend ist ja wieder, dass wir da aufs Tor laufen und den Ball nicht reinbringen. Wie in der ersten Halbzeit ja auch schon. Und das wird uns heuer absolut zum Verhängnis. Aber generell muss ich sagen, die Mannschaft hat alles versucht. Das ist, was wir maximal spielen können. Ich will mich auch hier einmal bedanken bei den Spielern der zweiten Mannschaft, die seit Wochen uns eigentlich einen Arsch retten, weil wir sonst weder trainieren noch vielleicht noch spielen könnten. Und wenn ich dann heute sehe, welche Leidenschaft die Jungs gekämpft haben, dann muss ich sagen, das ist das, was im Moment drin ist. Mehr ist für uns nicht drin. Und dann ist halt so, wie der Kollege ja sagt, das steht oben und dann fällt halt das Tor nochmal. Weil aber auch dann uns die letzten 10 Minuten auch die Kärntl fehlen. Das muss man sagen, warum die fehlen. Wissen wir, aber können wir leider jetzt nicht erinnern. Wie sehr sehnst du dir jetzt die Winterpause her? Ja, ich glaube, dass es kein Geheimnis nicht ist, dass wir froh sind, wenn jetzt dann mal Schluss ist. Aber nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, die Dinge müssen wir halt im Winter einfach einmal durchgehen und da auch knallhart trainieren. Und der eine oder andere Spieler, der Bock hat für uns, mit uns Abstieg zu kämpfen, ist gern gesehen. Die Spieler, die nicht bereit sind, hier mit uns gern Abstieg zu kämpfen, die wir auch haben, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich kein Verständnis dafür und werden auch lieber Spieler der zweiten spielen, wie ich heute gesehen habe. Und da haben wir uns rein und werden im Sinne des FC Tücking ins Maximale rausholen. Denn wenn es nicht reicht, dann reicht es nicht, dann werden wir stabil, aber nächstes Jahr wieder kommen. Aber sicherlich nur mit Leuten, die auch Bock drauf haben. Vielen Dank. Jetzt wollen wir natürlich einen Gästetrainer noch was fragen. Als Aufsteiger vorne mitspielen, hätten Sie das vor der Saison so erwartet? Na, ich nicht. Ich glaube, die Spieler nicht, das Umfeld nicht. Ich glaube, keiner. Und wenn wir, zum einen haben wir natürlich jetzt gerade auch zwei Urlauber und einen Haufen Verletzten. Also uns haben heute auch 10 Spieler gefehlt. Das merkt man natürlich auch ein bisschen. Aber auch die Startaufstellungen, die ganze Saison, das sind 8, 9 Spieler in der Startaufstellung, die vor 3 Jahren, muss man ja sagen, weil es Corona-Jahr war, in der Kreisliga gespielt haben. Und die haben eine wahnsinnig tolle Entwicklung genommen. Und erwartet hat es keiner. Jetzt wollen wir in Anführungsstrichen so lange wie möglich da oben mit dabei bleiben. Die Großen ärgern. Die Großen, das sind für mich klar Karlsfeld, Unterföhring und Erlbach. Gegen die haben wir auch die 3 Spiele bislang verloren. Da sind uns die noch einen Schritt voraus von der Cleverness und alles her. Aber so wie es wir dieses Jahr machen, alle Achtung und Hut ab vor der Mannschaft da.
Dann weiterhin viel Glück und vor allem gesund bleiben und Dankeschön fürs Gespräch. Jawohl, Dankeschön. Und dir, Mario, wünschen wir natürlich auch alles Gute. Hoffentlich kommt bald die Winterpause und dann greifen wir nochmal voll an. Ja, das ist klar, dass wir dann voll angreifen werden. Wie das auch immer ausschaut, werden wir dann sehen. Also wir haben jetzt genügend Zeit, gewisse Dinge auch vielleicht zu verändern. Schauen wir mal. Wir werden mit Sicherheit gestärkt rauskommen. Und das Einzige, was sicher gewiss ist, es wird am ersten Rückrundenspiel Eifel am Feld sein, die ja laufen können. Vielen Dank, das war's von der Pressekonferenz und damit Servus bis zum nächsten Mal.